Moin Moin, da sind wir wieder. Wir haben schon zwei Rookies verloren, was ja eigentlich genau das war, was wir nicht wollten, da wir ja neue Abonnenten mit ins Team holen wollten und neue erfahrene Leute kriegen wollten. Aber so ist das Spiel nun mal. Wie sieht's hier aus? So. Juice Next geht auch mal mit nach oben. Und der LST mal hier an Fahrstuhl. Steffi auch hinterher. Zwei Stück gleich. Gucken, ob der Rookie sich die schnappen kann. Anna. Der hat gleich beide erlegt. Sehr gut gemacht. Weil der andere dahinter stand. Und LST auch mal mit. Hier in die Nische. So. Und das war's. Sehr schön. 1515 Illyrium bekommen. Das hat sich mal gelohnt. Nur die zwei toten Rookies sind wieder ein bisschen ärgerlich. Aber einer müsste aufgestiegen sein. Genau. Die 28 ist aufgestiegen. Und da haben wir den guten Upu. So. Willkommen im Team. Auch bei meinem damaligen TFTD Let's Play schon Veteran gewesen im Team. Ja, und wir brauchen zwei neue Soldaten. Entschuldigung. So. Dann verkaufen wir mal dieses ganze Treibergesocks. Wie viel Illyrium haben wir jetzt wieder? 65, naja. Besser als nichts. Ich werde noch mal ein paar persönliche Rüstungen herstellen. Für die Rookies. So, okay. Ich überlege, ob wir noch mal eine Basis bauen sollten. Forschung abgeschlossen, die Plasmaabwehr ist fertig, sehr schön. Ja, was machen wir jetzt? Rosalie Terrorist. Ja, nehmen wir uns die ja mal vor. So, gucken wir noch mal auf die Diagramme, wo hier irgendwas abgeht. Es geht gar nichts ab. Wir sind ziemlich auf dem Nullpunkt. Punkte sehen gut aus. Ja, ich glaube, ich baue noch mal einen Stützpunkt und zwar in Südamerika. So, da Eisel 5 müsste das sein, wenn ich mich nicht täusche. Hauptabzug wieder dahin. Einen Hangar, einen Hyperwellendecoder und ein Hauptlager. Nee, doch noch nicht 5. Okay, dann ist das die 4. Und hier müssen wir noch mal. Wir können übrigens das kleine Radarsystem abreißen und das große auch, da der Hyperwellendecoder das ersetzt. Und dann werde ich noch mal ein Hauptlager bauen, weil wir ja schon wieder keinen Lagerraum haben. Da ist voll. So. Ja, komm, wir bauen am besten gleich zwei Hauptlager. Besser ist.
Hier können wir die großen Radarsysteme im Prinzip auch abreißen. So. ja. Überlege vielleicht noch eine Basis in Afrika. Ja, komm. Auch hier so ziemlich mittig, würde ich sagen. Damit wir hier den größten Bereich abdecken. So. Da ist Nummer 5. So. Gleiches Prinzip wie immer. Ein Hyperwellendekoder und ein Hauptlager. So. Sehr gut. Ein mittelgroßes UFO ist gelandet. Ja. Ein Entführungsufer. Ich glaube, das lassen wir jetzt, obwohl Illyrium technisch wäre das vielleicht nicht schlecht. Ja. Jadabek ist verwundet. Wir nehmen mal 9 mit. So, Ladestreifen haben wir sogar bekommen. Das ist gut. Auf jeden Fall hat sich der Wert nicht nach unten entwickelt. So, Rüstung, wie sieht's da aus? Die haben ihre Energieanzüge. Das ist natürlich kacke. Dass der. Wir brauchen auf jeden Fall noch Energieanzüge. Wie sieht denn das hier mit der Produktion aus? Die haben irgendwie noch gar nichts produziert. Okay. Ich werde trotzdem noch mal ein paar mehr Soldaten nachbestellen. So. Wo waren wir denn stehen geblieben? Bei 29, glaube ich. Dann wird die Lyudmila die 30 und Siegfried wird die 31. Willkommen im Team, ihr Rookies. Ja. Was sagen denn die Diagramme jetzt? Immer noch nicht viel. Chrysalid, die Krebsscheren dieses Wesens sind eine mächtige Waffe im Nahkampf. Ein schneller Stoffwechsel und außergewöhnliche Körperkraft verleihen diesem Geschöpf Schnelligkeit und Gewandtheit. Anstatt seine Opfer zu töten, legt es ein Ei in ihn ab und injiziert ein Gift, das sie zu wandelnden Zombies macht. Kurz nach dieser Befruchtung bricht ein neuer Chrysalid aus dem Opfer hervor. Die Chrysaliden arbeiten mit den Schlangenmenschen zusammen. Wie wir ja schon gesehen haben. Dann nehmen wir hier nochmal den Treiberarzt. So. Außerirdischer Stützpunkt im nördlichen Afrika wieder. Den verfolgen wir mal wieder. Außerirdischer Versorgungsraumschiff. Interessant. Versorgungsraumschiff. Den verfolgen wir mal. Nicht abhauen. Nein, ich habe mich verklickt. Scheiße. So, doch mal jetzt. So. Oh, was geht denn jetzt hier ab? Hier geht's aber jetzt zur Sache. Was ist denn hier los? Jungens. Nee, das ist
sehr groß. Nein, das möchte ich nicht. Neues Ziel. Ist das groß? Das ist groß. Das können wir uns schnappen. Sehr gut. Große Versorgungsraumschiffe sind immer gut. Das war das sehr große. Gucken wir nochmal. Hier muss doch irgendwo ein Stützpunkt sein, wenn da schon so viele Versorgungsraumschiffe waren. Wenn nicht, spielen wir hier das Versorgungsschiff, würde ich sagen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, komm, du kannst abhauen. Groß am Boden. Klein am Boden. Sehr groß am Boden. Interessant. Wenn hier mal nicht gleich ein Stützpunkt kommt. Wir spielen das mal. Schlangenmenschen waren das, glaube ich. Gott sei Dank ist es hell. Müssen wir alles wieder umrüsten hier. Ach, Mann. Weil ich verpennt habe, genug Lagerraum zu bauen. Ein Munitionsclip reicht hier bei denen, weil den Rest nimmt man sich von erschossenen Aliens. So, ich hoffe, jetzt überleben mal ein bisschen mehr Rookies. So. Irgendwie habe ich jetzt nicht genügend Plasma mitgenommen. Egal. So. Schauen wir mal raus. Wir sehen noch nichts. Da ist das Schiff. Okay. True Snacks erstmal mit raus. Okay, nichts passiert. Gehen mal hier lang. Wir sehen noch nichts. Steffi geht auch mal mit raus. Gut. Und dann gleich noch ein Rookie hinterher mal. Leonidas hier in die Richtung. Und ein Rookie bitte. Die 19. Yeah! Schöner Spontanschuss, wer auch immer das war. Ich glaube, das war True Snacks, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gut gemacht. Könnten natürlich jetzt erstmal hier warten und auf Reaktionsfeuer hoffen. Ich probiere das nochmal aus. Okay. Wir haben ja auch keine Deckung wirklich. True Snacks geht mal hier weiter ins Feld. So. Der Rookie mal hier zum Baum. Auch wenn man sich eine bessere Deckung vorstellen könnte. Die zeigen sich nicht, die Jungs. So. Haben wir ganz schön demoliert, das Ding, wie es aussieht. Aber egal. Ich werde hier erstmal wieder Cut machen und sage Ciao bis zum nächsten Mal.